In der Zwischenzeit dürfte der Kork an den meisten Stellen wohl endgültig festgetrocknet sein. Ich nehme deshalb mal die Gewichte runter. Denn nun möchte ich gerne damit beginnen, den Schotter hier aufzutragen. Und ich habe dazu schon mal Mohn. Jetzt brauche ich einen Löffel. Meldet sich gerade keiner. Da ist einer. Und dann brauche ich natürlich Leim. Die Ampulle muss hier irgendwo rumliegen, vermute ich mal. Jo. Und um das Ganze sauber anzulegen, brauche ich noch einen Pinsel. Damit kann es losgehen. Ich muss jetzt erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Mohn da reingehört. An einigen Stellen kann es ruhig etwas mehr sein, glaube ich. Das ist gleich durch. So. Damit kann ich die ersten Stücke schon mal vorsichtig wässern. Ich bin ja sonst Steinschotter gewohnt, also Schotter aus echten Steinen. Und der hat halt den Vorteil, dass der schwerer ist als Wasser. Während Mohn, wenn zu viel Wasser reinkommt, richtig aufschwimmt. Ich brauche mehr Licht. So.
Das Zeug schwimmt dann halt nicht nur auf, es schwimmt dann auch noch weg. Es ist komplett mühsam. Jetzt wird gekennzeichnet, bis wo ich gekommen bin. Und dann werden hier noch die gröbsten Überschüttungen gemacht. So. Und dann ist meine Filmzeit auch schon wieder zu Ende.